Liebe Darmstädterinnen und Darmstädter, ab morgen können wir in unserer Innenstadt wieder eine ganze Reihe von Einzelhandelsgeschäften besuchen. Das ist gut für die betroffenen Händler und Händlerinnen, die in schwere finanzielle und wirtschaftliche Problemlagen gekommen sind. Ist aber auch gut für uns alle, weil es ein Stück weit uns wieder die Chance eröffnet, in die Normalität unseres städtischen, unseres gemeinsamen Lebens zu kommen. In den vergangenen Wochen hatten wir viele Einschränkungen unserer Freiheiten und unserer Grundrechte. Aber es geht im Moment eben auch um den Schutz der Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das haben wir gut hinbekommen in den vergangenen Wochen. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, tatsächlich Schritt für Schritt wieder ein vertrautes Leben führen zu können. Wir fangen jetzt an mit den Einzelhandelsgeschäften. Hoffentlich, die Perspektive ist noch nicht ganz sicher, hoffentlich schaffen wir das auch bald mit der Gastronomie, mit Restaurants, mit weiteren Geschäften, mit Sport- und Kultureinrichtungen. Das ist ganz notwendig und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingt. Im Übrigen können Sie unsere lokale Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie natürlich auch noch anders unterstützen. Es gibt ein digitales Schaufenster in unserer Stadt. Es gibt viele Angebote von Gastronomen und Restaurants, Menüs, die in Hohl- und Bringdiensten angeboten werden. Sie können mit Gutscheinen sich an einzelne Händler wenden. All diese Möglichkeiten sollten Sie nutzen, weil wir brauchen unsere lokale Wirtschaft, die unsere Stadt ausmacht, die sie stark macht und die auch eine belebte Innenstadt und eine belebte Stadt insgesamt auch in den Stadtteilen ausmacht. Also nutzen Sie all diese Möglichkeiten. Und an die Geschäftsleute meine dringende Bitte, nutzen Sie die Möglichkeiten der Unterstützung von City Marketing, Ihrer Gewerbevereine, von Darmstadt Marketing, vom Amt für Wirtschaftsförderung, auch von der IHK, Einzelhandelsverbänden. Es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die Ihnen helfen und Sie dabei unterstützen können in dieser schwierigen Situation. Aber es wird uns nur dann gelingen, wenn wir so klug und umsichtig mit der Situation umgehen, wie wir das in den vergangenen Wochen getan haben. Das heißt, wir müssen die Anforderungen, die medizinischen, die hygienischen Anforderungen erfüllen. Wir müssen Abstand halten, mindestens 1,5 Meter. Wir müssen uns regelmäßig die Hände waschen. Und was mir auch wichtig ist, seien Sie umsichtig mit Ihren Mitmenschen. Wenn etwas nicht sofort gut läuft, jetzt auch in den nächsten Tagen, wenn Sie sich zu nahe kommen, was unbedingt zu vermeiden ist, seien Sie nicht sofort ärgerlich, sondern versuchen Sie, nachsichtig zu sein. Umsicht, Vorsicht und Nachsicht können uns in diesen Situationen sehr gut helfen, weil eigentlich niemand etwas mit böser Absicht tut, sondern vielleicht einfach einen Fehler macht oder zu sorglos in einer Situation ist. Gehen wir nachsichtig miteinander um und vorsichtig und umsichtig, dann wird es gut gelingen, was vor uns liegt. Ja, und was auch wichtig ist, ist, dass wir bestimmte Kleidungsstücke anlegen, die wir so bisher nicht so angelegt haben. Dazu gehört dieses Stückchen Stoff, das wir in den Geschäften tragen werden und das wir im ÖPNV tragen werden und wer es will, auch in anderen Situationen. Aber mindestens da nutzen Sie diese Möglichkeit, Ihre Mitmenschen zu schützen und dann wird es insgesamt ein guter Weg sein, den wir in dieser schwierigen Zeit gemeinsam gehen.